Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier zunächst die drei Hauptmeldungen des Tages. Amerikas Präsident Carter stellte eine neue militärische Übereinkunft mit der Sowjetunion in Aussicht. Zum Ost-West-Thema ferner die Sicherheitskonferenz in Belgrad und Moskauer Beratungen über eine neue Verfassung. Die Zahl der Arbeitslosen in der Bundesrepublik ist im September stärker als erwartet zurückgegangen. Die Zahl der Kurzarbeiter jedoch erheblich gestiegen. Der Haushalt 78 soll nach den Worten von Finanzminister Apel Anstöße für mehr Beschäftigung und für mehr Wachstum geben. Der Minister brachte den Etatentwurf heute im Bundestag ein. Doch zuvor zur Rede von Präsident Carter. Vor der Weltorganisation in New York gab er am Nachmittag bekannt, dass ein bedeutendes Abkommen zwischen Amerikanern und Sowjets über die Begrenzung der strategischen Waffen in Sicht ist. Es wäre dann die zweite Vereinbarung der beiden Großmächte über SALT, nachdem die erste mit Beginn dieses Monats ausgelaufen ist. Zugleich rief Carter in seiner Rede die Sowjetunion dazu auf, gemeinsam weiter als bis zum gegenwärtigen Augenblick zu sehen. Präsident Carter betonte, die Vereinigten Staaten seien gewillt, ihre Atomwaffen so weit zu verringern, wie es ihre Sicherheitsinteressen zulassen. Die USA sind auf gegenseitiger Grundlage bereit, ihre Kernwaffen um 10%, um 20%, sogar um 50% zu begrenzen. Weitere Kürzungen müssten folgen, meinte Präsident Carter, bis die Welt tatsächlich frei sei von Atomwaffen. Außerdem trat Carter für ein generelles Verbot von Atomversuchen auch zu friedlichen Zwecken ein. Die Vereinigten Staaten verhandeln darüber mit der Sowjetunion und Großbritannien. Welches Ergebnis auch erzielt wird, es muss kontrollierbar und fair sein. Um die Entspannung zwischen Ost und West geht es auch auf dem Folgetreffen der Europäischen Sicherheitskonferenz von Helsinki, die heute in Belgrad eröffnet wurde. Robert Franz berichtet. In seiner Eröffnungsansprache gab sich der jugoslawische Außenminister Miloš Minić gedämpft optimistisch. Das Belgrader Treffen werde sicher ein Erfolg, wenn alle Teilnehmer den politischen Willen dazu hätten. Politische Entspannung kann es nach Minić in Europa nur geben, wenn sie begleitet wird von Maßnahmen auf militärischem Gebiet. Als Erfolg von Helsinki wertete er den jugoslawisch-italienischen Vertrag und den Vertrag zwischen der Bundesrepublik und Polen. Mit der Ansprache des jugoslawischen Außenministers begann heute um 11 Uhr offiziell das Mammuttreffen. In den kommenden 12 Wochen werden hier im Sava-Kongresszentrum die rund 1000 Diplomaten aus den 35 Staaten darüber reden, was seit Helsinki erreicht worden ist, aber auch darüber, was man künftig tun sollte, um den Entspannungsprozess in Europa zu fördern. Die Bundesrepublik ist mit einer 19 Mann starken Delegation vertreten, in der ersten Woche geführt von Staatssekretär Van Well. Danach wird Botschafter Peer Fischer Delegationschef sein. Die USA werden repräsentiert von Arthur Joseph Goldberg, vormals Botschafter der USA bei den Vereinten Nationen. Goldberg wird als toleranter Unterhändler geschildert. Das gleiche gilt für den sowjetischen Chefdelegierten Juri Woronzow, der sich schon im Vorbereitungstreffen als flexibler und äußerst gewandter Diplomat auswies. Über den Verlauf dieses ersten Helsinki-Folgetreffens wagt heute, am Tag der Eröffnung, noch niemand eine definitive Prognose. Vieles wird davon abhängen, wie die USA das so heikle Thema der Menschenrechtsverletzungen durch den Osten hier zur Sprache bringen. Die Sowjetunion ihrerseits lässt keinen Zweifel daran, dass eine vom Westen allzu sehr forcierte Menschenrechtsdebatte zu einem Missklang, wenn nicht gar zu einem Misserfolg dieses Treffens führen könnte. Aus Delegiertenkreisen aller Lager erfährt man heute nur dies. Man wolle auf jeden Fall den Entspannungsprozess in Europa fortsetzen. Die KSZE sei dazu ein sehr brauchbares Instrument. Der sowjetische Regimekritiker und Nobelpreisträger Sacharow hat an alle westlichen Teilnehmer der Belgrader Konferenz appelliert, auf der sofortigen Freilassung der inhaftierten politischen Häftlinge im Ostblock zu bestehen. Es dürfe keine Kapitulation vor sowjetischen Erpressungsversuchen in der Menschenrechtsfrage geben. Westliche Kritik an der Behandlung der Menschenrechte in der Sowjetunion hat heute Parteichef Brezhnev zurückgewiesen. Brezhnev sprach in Moskau vor dem obersten Sowjet, dem Parlament des Landes, das 4 Tage lang über eine neue Verfassung berät.
Sie soll das aus der Stalin-Ära stammende Grundgesetz von 1936 ablösen und den Bürgern des Landes die Rede-, Presse- und Demonstrationsfreiheit mit der Einschränkung zusichern, dass diese Rechte der Stärkung des sozialistischen Systems dienen. Aus Moskau, Klaus Bettnachts. Nirgends, so Staats- und Parteichef Brezhnev in seiner Eröffnungsrede, würden die Rechte und Freiheiten der Bürger so breit, klar und vollständig formuliert wie in der neuen sowjetischen Verfassung. Diese Verfassung sei zugeschnitten auf den neuen Menschen, der seine Interessen von denen des Staates nicht trennt. Dies bedeutet im Klartext, Loyalität ist die oberste Bürgerpflicht. Ist diese grundsätzlich gegeben, eröffnet die neue Verfassung den sowjetischen Bürgern eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die in der bisherigen Verfassung nicht so klar formuliert waren. Verbesserte Möglichkeiten für privatwirtschaftliche Initiative, verstärkte Volkskontrolle gegenüber Amtsmissbrauch und Behördenwillkür, verbreitetes Recht auf Kritik. Vorangegangen war der Schlussberatung eine landesweite Diskussion, an der laut Parteichef Brezhnev 140 Millionen Menschen teilgenommen haben. Grundsätzliche Kritik wurde nur aus Dissidentenkreisen bekannt. Sie bemängeln vor allem, dass laut neuer Verfassung die Rechte und Freiheiten in der Sowjetunion untrennbar von der Erfüllung der staatsbürgerlichen Pflichten abhängig gemacht werden. Noch nie in der Geschichte der Sowjetunion ist ein Projekt so breit und öffentlich diskutiert worden wie die neue sowjetische Verfassung. Dabei ist diese Diskussion keineswegs, wie in westlichen Berichten zu lesen war, zeitweise aus dem Ruder gelaufen. Im Gegenteil, sie hat sich streng im Rahmen des Systems bewegt, wenngleich erstaunlich war, mit welcher Offenheit dieser Rahmen genutzt wurde. Und nun zum Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik. Die Arbeitslosenquote, die den Anteil der Erwerbslosen an der Gesamtzahl der erwerbsfähigen Bevölkerung wiedergibt, verringerte sich von 4,3% im August auf 4% im September. Hier die heute vorgelegten Zahlen im Einzelnen. Ende vergangenen Monats waren den Behörden 911.200 Arbeitslose bekannt. Das waren über 50.000 bzw. 5,4% weniger als einen Monat zuvor. Hingegen hat sich die Zahl der Kurzarbeiter binnen Monatsfrist drastisch erhöht, und zwar um 66,6% auf 157.800. Gleichzeitig war das Angebot an offenen Stellen rückläufig. Diese Zahl lag Ende September bei 236.600 und damit um 7,1% unter dem Augustangebot. Mit dem Präsidenten der Nürnberger Bundesanstalt Stingel sprach Hans Oechsner. Herr Präsident, insgesamt ist ja im September eine leichte Besserung eingetreten. Ist das ein neuer Hoffnungsschimmer? Ja, ich weiß nicht, ob das schon ein Dauerhoffnungsschimmer ist. Also auf jeden Fall gebe ich zu, dass der September etwas günstiger aussieht, als ich es erwartet habe, nach allen Berichten aus den Arbeitsämtern und Landesarbeitsämtern. Wir haben eine Abnahme der Arbeitslosenzahl und wir haben seit langer Zeit zum ersten Mal wieder eine größere Zahl offener Stellen als im gleichen Monat des Vorjahres. Gleichzeitig hat aber die Zahl der Kurzarbeiter erheblich zugenommen. Ist das nun nicht wiederum ein schlechtes Zeichen? Ja, das passt in die Konjunkturlandschaft. Wir hätten im Sommer sicherlich mehr Kurzarbeiter gehabt, wenn nicht die Kurzarbeit ausgeglichen worden wäre durch Betriebsferien. Und nachdem die Betriebsferien mit den Schulferien zusammen zu Ende sind, mussten wir erwarten, dass die Zahl der Kurzarbeiter wieder zunimmt. Ich rechne damit, dass wir im Laufe des Monats Oktober wieder mehr Kurzarbeiter bekommen, zumal schon im Frühjahr ja der Steinkohlebergbau gesagt hat, dass er in diesem Jahr einige wir erst in den Feierschichten fahren wird, und die sind noch nicht alle gefahren. Kann man aus den Zahlen eigentlich etwas über die Mobilität und die Flexibilität der Arbeitnehmer herauslesen? Ja, das kann man schon. Man kann aber das noch deutlicher herauslesen an der Höhe des Arbeitslosengeldes. Das ist jetzt im Schnitt niedriger als vorher. Das heißt, viele, die arbeitslos waren, haben eine Arbeit aufgenommen, die weniger entlohnt wurde als vorher. Eine Auffächerung der neuen Zahlen zeigt, dass zunehmend Frauen von der Arbeitslosigkeit betroffen sind. Während die Arbeitslosenquote für Männer gegenwärtig bei 3% liegt, beträgt sie für Frauen 5,7%. Sorge macht auch weiterhin die Zahl der Erwerbslosen unter 20 Jahren. Die Arbeitslosenquote bei Jugendlichen lag mit 4,6% im September über dem Bundesdurchschnitt. Bei den Bauberufen hat sich aus Sicht der Arbeitsämter die negative Entwicklung der Vormonate nicht fortgesetzt. Dennoch klagte heute der Präsident des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie, Brunner, über eine anhaltend rückläufige Produktion. Auf einer Mitgliederversammlung in Bonn gab er bekannt, dass die Bauindustrie innerhalb der letzten 5 Jahre fast 500.000 Arbeitsplätze verloren habe. Der Haushaltsentwurf der Bundesregierung für das kommende Jahr, den Finanzminister Apel heute Morgen dem Bundestag erläutert hat, sieht Ausgaben in Höhe von 188,6 Milliarden Mark vor. Das sind 10,1% mehr als im laufenden Jahr. Die zweistellige Steigerungsrate und die große Neuverschuldung verteidigte Apel mit dem Hinweis auf die ungünstige Wirtschaftslage und die hohe Arbeitslosigkeit. Wir sind überzeugt,
dass der Ihnen vorgelegte Entwurf des Bundeshaushaltes 1978 den Notwendigkeiten und den Gegebenheiten unserer konjunkturellen Lage entspricht. Er leistet einen Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftswachstums und zum Abbau der Arbeitslosigkeit. Er erhöht dagegen die Nettokreditaufnahme des Bundes gegenüber vergangenen Haushaltsjahren. Wir halten das finanzpolitisch für geboten und auch für finanzierbar. Wir wollen damit den uns möglichen Beitrag leisten zum Abbau der Arbeitslosigkeit und zur Stabilisierung des Wirtschaftswachstums. Es bleiben sicherlich manche Wünsche offen. Wir können sicherlich und müssen sicherlich auch über die eine oder andere Position strittig debattieren. Es wäre ja wohl auch merkwürdig, wenn der Bundesgesetzgeber den Vorstellungen der Bundesregierung unkritisch und selbstverständlich folgt. Nur die Ausrichtung dieses Etats, die allgemeine Richtung, stimmt. Wir tun das hier und heute Notwendige. Wir geben den Bürgern Steuererleichterungen. Wir erhöhen die öffentlichen Investitionen. Wenn die anderen Gebietskörperschaften unserem Beispiel folgen, wäre und ist dies ein wesentliches Element für die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes. Aber auch dann bleibt der Tatbestand bestehen, dass in unserer Wirtschaftsordnung viele Entscheidungszentren das Wohlergehen für die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes mit beeinflussen. Wenn es uns gelingt, dass wir alle gemeinsam, das von uns gewollte Ziel des Abbaus der Arbeitslosigkeit und der Stabilisierung des Wachstums unterstützen. Die Bundesregierung leistet dazu den ihr möglichen Beitrag. Dann wird das Jahr 1978 für uns ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr sein. Dann wird es ein Jahr sein, in dem die Bundesrepublik ihren nationalen wie ihren internationalen Verpflichtungen gerecht wird. Und hier einige Einzelheiten aus dem Etatentwurf der Bundesregierung, über den von morgen an der Bundestag diskutieren wird. Angesichts der Beschäftigungslage in der Bundesrepublik ist erneut der Einzelposten Arbeit und Soziales der größte Brocken im Haushalt. Der Bund will hier 43,2 Milliarden Mark ausgeben, das sind 12,6% mehr als im Vorjahr. Aus dem gleichen Grund zieht auch der Wirtschaftsetat stark an, und zwar um 16,3% auf 3,5 Milliarden Mark. Aus aktuellem Anlass steigt ebenfalls der Innenetat, nämlich um 17,1% auf 2,9 Milliarden Mark. Davon dienen 118 Millionen Mark der Verbesserung der inneren Sicherheit. 1978 sollen vor allem zur Terroristenbekämpfung 2200 neue Stellen eingerichtet werden. Bis Anfang der 80er Jahre sollen sogar 4800 Mann das Bundeskriminalamt, den Verfassungsschutz und den Bundesgrenzschutz verstärken. Den größten Zuwachs hat der Haushalt für Entwicklungshilfe. Er steigt um 21,8% auf 3,9 Milliarden Mark. Damit versucht die Bundesrepublik nach den Worten von Finanzminister Apel, ihren Verpflichtungen gegenüber der Dritten Welt gerecht zu werden. Der Verteidigungshaushalt dagegen steigt mäßig, und zwar um 4,3% auf 34,2 Milliarden Mark. In der Steuerdiskussion hat die von den Freien Demokraten vorgeschlagene Kompromisslösung offenbar keinerlei Chance mehr auf Verwirklichung. Niedersachsen, wo CDU und FDP gemeinsam regieren, lehnt, wie wir soeben erfahren, den Kompromiss ab. Damit kann das Mischmodell den Bundesrat wahrscheinlich nicht passieren. Die Freien Demokraten hatten vorgeschlagen, sowohl einen Tarifausgleichsbetrag, wie ihn die CDU-CSU fordert, als auch die Erhöhung des Grundfreibetrages zu verabschieden. Das Bundesverteidigungsministerium hat aus den Vorfällen an der Bundeswehrhochschule in München erste Konsequenzen gezogen. 11 Offizieren ist ein Dienstverbot erteilt worden. Sie dürfen keine Uniform tragen und müssen sich am Standort zur Verfügung halten. Es gilt in Bonn als sicher, dass zumindest einige der 11 beschuldigten Leutnants aus der Bundeswehr entlassen werden. Zusätzlich drohen den 11 Offizieren Verfahren vor ordentlichen Gerichten. Die Offiziere sollen nach einem Kameradschaftsabend im Februar dieses Jahres das Wort Jude auf Pappe geschrieben und diese dann in ein Feuer geworfen haben. Außerdem sangen sie ein Nazilied. Im Entführungsfall Schleyer gibt es, so Bundeskanzler Schmidt heute Nachmittag vor der SPD-Fraktion in Bonn, keine wirklich bemerkenswerte Veränderung der Lage.
Nach inoffiziellen Informationen verharren die Terroristen seit einer Woche in Schweigen. Beim Genfer Rechtsanwalt Bayot, der als Kontaktmann eingeschaltet ist, sollen noch immer zwei Mitteilungen des Bundeskriminalamtes liegen, ohne dass die Entführer sie abgerufen hätten. Unterdessen wurde beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe Haftbefehl gegen die beiden 27-jährigen Rosemarie Pries und Volker Speitel erlassen. Sie waren in der Nacht zum Montag nach ihrer Einreise aus Dänemark in einem Fernschnellzug festgenommen worden. Das BKA hält beide für dringend verdächtig, einer terroristischen Vereinigung angehört zu haben. Eine Festnahme wird auch aus den Niederlanden gemeldet. In Kerkrade ist ein 21 Jahre alter Holländer gefasst worden, der vermutlich an den Schießereien des inzwischen verhafteten deutschen Terroristen Knut Volkerts in Den Haag und Utrecht vor zwei Wochen beteiligt war. Indira Gandhi, die frühere indische Ministerpräsidentin, wurde heute nach 16-stündiger Inhaftierung in Neu-Delhi wieder freigelassen. Begeistert wird sie von ihren Anhängern gefeiert. Ein Richter hatte entschieden, dass die Anklagepunkte für eine weitere Haft nicht ausreichen. Mit Tränengas und Schlagstöcken ging die Polizei gegen Demonstranten vor, die sich vor der Freilassung der Politikerin vor dem Gericht und der Residenz von Ministerpräsident Morarji Desai zu Protestkundgebungen versammelt hatten. Etwa 50 Personen wurden festgenommen. Gestern war die ehemalige Regierungschefin zusammen mit vier ihrer damaligen Minister festgenommen worden. Ihnen wird Korruption und Amtsmissbrauch vorgeworfen. So soll Frau Gandhi beispielsweise 104 Geländefahrzeuge von Industrieunternehmen angenommen haben, um sie im Wahlkampf zu verwenden. Nach Meinung unseres Korrespondenten in Neu-Delhi hat die spektakuläre Verhaftung und Freilassung der Politikerin Indira Gandhi viele Sympathien gebracht und könnte möglicherweise zu einem Comeback der früheren Ministerpräsidentin beitragen. Nach wie vor herrscht Ungewissheit über das Schicksal der fünfjährigen Graciela Ortiz, Großnichte des bolivianischen Zehnmilliardärs Patiño, die gestern in Genf entführt worden ist. Die Eltern appellierten inzwischen an die Polizei und an die Presse, die Verhandlungen mit den Entführern auf keinen Fall zu stören. Der Vater des Mädchens hatte die Entführer gestern Abend im Schweizer Fernsehen gebeten, Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Die Polizei werde sich heraushalten. Sie weiß, dass das Leben eines kleinen Mädchens wichtiger ist als alles andere. Was immer Sie verlangen, ich werde hinkommen, wohin Sie wollen, und ich werde tun, was ich nur kann. Lassen Sie unser Kind nicht zu sehr leiden. Beruhigen Sie sie, aber geben Sie ihr nicht zu viele Drogen. Sagen Sie ihr, dass Sie Ihre Mutter und Ihren Vater in einigen Tagen wiedersehen wird. Die Mutter bat nur, tun Sie nichts Schlimmes. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 5. Oktober. Das Tief im Seegebiet zwischen Island und Schottland zieht zur nördlichen Nordsee. Seine Störungsausläufer überqueren in den nächsten 24 Stunden Mitteleuropa ostwärts. Dahinter fließt verhältnismäßig milde Meeresluft nach Deutschland ein. Die Vorhersage für morgen. Im Süden Bewölkungszunahme und nachfolgend zeitweise Regen. Am Nachmittag auch dort, wie bereits in den anderen Gebieten, Übergang zu wechselnder Bewölkung mit einzelnen Regenschauern. Nächtliche Tiefstemperaturen zwischen 7 und 12 Grad, Tageshöchsttemperaturen in den Niederungen 12 bis 17 Grad. Schwacher bis mäßiger, besonders im Küstengebiet und in den nördlichen Mittelgebirgen zeitweise frischer, in Böen starker Wind aus Südwest bis West.